Die weibliche Seite der Lust für eine Sexualmoral, die der Art entgegenkommt, wie Frauen lieben. Ich habe hier auf dem ersten Bildschirm, auf dem ersten Bild links die zwei Damen, die ich immer wieder zitieren werde, keine Christinnen, und rechts den Tobias Teichen mit Christian Rossmanit, die Christen sind, keine Katholiken. Gut. All you need is love. Und doch leben wir in lieblosen Zeiten. Überall hören wir von Trennungen, Scheidungen. Menschen leben als Single, klagen über Einsamkeit. Muss es dann eher heißen, all you need is sex, um glücklich zu werden? Es gab noch nie so viel sexuelle Freiheit wie heute. Und doch zeigen Befragungen, dass es trotz Tinder-App so wenig sexuelle Aktivität wie noch nie gibt. Was ist da los? Muss es dann doch eher heißen, all you need is Ehe und Familie? Guter Sex und eine feste Beziehung überhaupt zusammen? Wonach sehnen wir uns denn, wenn wir uns Sex wünschen? Nach den anderen Drogen suchen oder suchen wir die Liebe? Dass wir lieben und geliebt werden, dass wir unser Leben für jemand anders hingeben, uns ihm schenken, gemeinsam Lust erleben, Freude, Leid teilen. Sexualität ist eine geniale Idee Gottes, in der Schönheit, Freude, Lust und neues Leben liegen. Dass wir nämlich nicht durch asexuelle Teilung ins Leben kommen, sondern dadurch, dass zwei verschiedene Formen von Menschsein, Mannsein und Frausein zusammenpassen. Anatomisch von der Form her, zweitens histologisch vom Gewebe her und drittens physiologisch vom Leben der Zellen her können wir eins werden. Die Liebe nennt das ein Fleisch. Diese tiefe, komplementäre Einheit entsteht durch die Penetration des Penis und die Zirklusion der Vulva und hat einen tiefen inneren Sinn, die Lebensweitergabe. Auf dem Weg dahin erleben wir ein Feuerwerk an sexueller Lust, eine paradiesische Entgrenzung und seelische Verschmelzung. Während dem Mann ca. 4000 Nervenenden am Penis sein Lusterleben ermöglichen, ist die Lustfähigkeit der Frau durch 8000 Nervenenden innerhalb der Vulva komplexer und damit auch schwieriger zu erreichen. Sexuelle Lust ist also einfach etwas ganz Natürliches, oder nicht? Dann braucht es doch dazu keine Moral oder Regeln, oder? All you need is... Es ist aber doch komplizierter, denn beim Sex spielt nicht nur der Leib, sondern auch unsere Seele, also Herz und Geist mit. Mann und Frau geben sich in der sexuellen Begegnung Geborgenheit, indem sie sich umarmen. Sie erkennen sich, wie es in der Bibel heißt, eng vertraut, nackt einander ausgeliefert, indem sie sich in die Augen schauen können, dem Spiegel unserer Seele. Wir sind also weder seelenlose Maschinen, noch polygame Tiere. Doch sagt unsere heutige Gesellschaft etwas anderes. Die allgemeine Sexualmoral heute, so Tobi Teichen in Love, Sex, God, sagt erste Regel, dass Sex glücklich macht und daher sollte man viel Sex haben, und zwar als Genuss ohne Reue. Die Philosophin und Sexualpädagogin Thérèse Argaud konstatiert in Sexuelle Freiheit aufgedeckt 2018, dass aus dem traditionellen Zwang zur Fortpflanzung inzwischen ein Zwang zum Vergnügen geworden sei. Eine weitere moralische Leitlinie heute heißt, dass Sex Anerkennung gibt, dass man cool ist und dazugehört. Je öfter man Sex habe, desto besser werde man im Bett. Falsch. Denn man kann gar nicht üben für den späteren Traumpartner, da die sexuelle Lust einzigartig ist für jedes Paar. Wenn ein Mann weiß, wie er die eine Partnerin zum Orgasmus führen kann, heißt das noch lange nicht, dass das für seine spätere Ehefrau passt. Regel 4 heißt, dass man Sex genießen müsse, solange man jung ist. Aber was diese Moral nicht verrät, ist, dass sich dabei der Charakter verändert. Je öfter man mit jemand anders schläft, desto weniger beziehungsfähig wird man. Außerdem wird der Sex für uns Frauen, je älter wir werden, umso besser.
Fünftens ist allgemein akzeptiert, dass man sexuelle Lust und Fruchtbarkeit trennen kann und sollte, um sie angstfrei genießen zu können. Darüber hinaus trennt man inzwischen auch Lust und Beziehung im One-Night-Stand oder im Pornokonsum und man spaltet sogar Lust von Gefühlen ab. In der Freundschaft Plus zum Beispiel darf man sich nicht verlieben. Aber je mehr wir uns angewöhnen, Gefühle abzuspalten, desto mehr wird uns unsere Empathiefähigkeit verloren gehen, die wir später für unsere Kinder brauchen. Regel 6 heißt, es ist verboten zu verbieten. Alles ist eine Frage der Verhandlung. Wenn man Sex mit beiderseitigem Einverständnis hat, dass zum Beispiel daraus keine Beziehung entstehen soll, dann ist doch alles gut, oder? Jakob Pasthütter, Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung, kritisiert die Verhandlungsmoral. Wenn man einmal seine Zustimmung gegeben hat, dann hat man keinen Schutz mehr. Ein 15-jähriges Mädchen und 5 Jungen wurden auf einem Schulausflug in Frankreich, so berichtet die Sexualpädagogin Argot, bei sexuellen Handlungen erwischt. Wenn das Mädchen zugestimmt hat, war das Gruppensex. Wenn nicht, war es eine Massenvergewaltigung. Insgesamt ist das oberste Gebot der Sexualmoral heute der Primat der Lust. Sex muss nach Vorbild des männlichen Sexualverhaltens folgenloser Sex bleiben. Auch Frauen ahmen heute dieses männliche Sexualverhalten nach, befreit von ihrer Fruchtbarkeit durch die Pille. Das sexuelle Potenzial von uns Frauen ist es, Lust zu haben und Leben aufwachsen zu lassen. Lust und Leben. Die Frau kann den Mann, eventuell auch das neu entstehende Kind, gastfreundlich aufnehmen in ihrem Leib, Lust schenken und empfangen, den Mann in sich ruhen lassen, eins werden. Zugleich ist die Frau durch ihre Potenz zur Schwangerschaft verletzlicher, denn Frauen werden von Männern vergewaltigt, nicht beziehungsweise sehr selten Männer von Frauen. Daher müssen Frauen von ihrer natürlichen Ausstattung her wählerisch sein. Wer meint es wirklich gut mit mir und verletzt mich nicht? Wer bleibt bei mir, wenn ich schwach und verletzlich bin, wenn ich eventuell trotz Verhütung Mutter werde und auf sicheren Rückhalt angewiesen bin? Mit Thérèse Argot frage ich nun kritisch, befreit nicht die Pille zur sexuellen Lust? Ja, und doch ist ein großer Nachteil der Pille, dass sie den Lustpegel der Frau senkt. Durch die Pille wird der Primat der sexuellen Lust vor der Freude über Kinder manifestiert. Denn die Frau, selbst wenn sie es selbst so will, wird im besten Fall geliebt und geachtet, aber minus ihrer Fruchtbarkeit. Für Männer ist es nun nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage um vieles leichter, Frauen für unkomplizierten Sex zu gewinnen. Ja, die Pille gibt eine neue Freiheit zur Lust für die Frau, die jedoch erkauft wird dadurch, dass sie nun unter permanenter Kontrolle der Hormone und damit der Ärzte und der Pharmaindustrie steht. Befreit wird sie durch die sogenannte Anti-Baby-Pille. Das Baby wird also als Gefahr verstanden, als Bedrohung und Hindernis für mein persönliches Wohlfühlen, alles im Griff zu haben. Befreit denn die Pille nun zur sexuellen Lust? Die Pille ist ein Medikament für gesunde Frauen, die so gesund sind, dass sie Kinder bekommen könnten. Zugleich hat die Pille krankmachende Nebenwirkungen, die Frauen klaglos akzeptieren. Müssten Männer sie nehmen, sähe das sicher anders aus. Schlaganfälle, Thrombosen, Migräne. Die Französin Marion Lara war zum Beispiel durch die Pille mit 19 Jahren bereits behindert durch einen Schlaganfall. Sie schreibt dazu 2013 ihre Geschichte, die Pille ist bitter. Das Risiko beim Sex trägt immer die Frau. Einerseits die gesundheitlichen Folgen der Pille, andererseits die Schwangerschaft mit den Schmerzen und der Geburt. Der Preis für die sexuelle Lust bezahlt also die Frau. Das jetzt nicht geklappt. Der Preis für die sexuelle Lust wird immer noch einseitig von der Frau bezahlt. Hinzu kommt, wenn die Frau sich langfristig eine Familie wünscht, die Enttäuschung über die inzwischen
erlernte Bindungslosigkeit des der jungen Männer, wie die israelische Kultursoziologin Eva Illus in Warum Liebe endet feststellt. Bindungsunfähig durch schnell verfügbare Befriedigung, durch Pornos und Masturbation, durch One-Night-Stands und serielle Monogamie. Ich versuche es nochmal. Es geht nicht weiter. Das heißt, um der Gerechtigkeit willen muss dieser hohe Preis, den die Frau heute für sexuelle Lust bezahlt, vom Mann gewürdigt werden, indem er die Sicherheit, jetzt sind wir zu weit, nein, die Nummer 10 fehlt uns. Man sieht es. Man sieht es, die Nummer 10, danke, ja. Das heißt, um der Gerechtigkeit willen muss dieser hohe Preis, den die Frau heute für sexuelle Lust bezahlt, vom Mann gewürdigt werden, indem er die Sicherheit des Ehebundes schenkt. Der Ehebund bedeutet, dass sie sich ihm körperlich mit allen Risiken ganz hingibt, sich fallen lässt, weil er durch seine öffentliche Entscheidung für sie seine Freiheit aufgibt und sie auffängt und mit ihr das neue Leben, das in ihr entsteht. Gibt es eine Alternative zur Befreiung durch die Pille? Ja, natürlich. Wir achten auf Biofleisch, sind entsetzt über Hormonspuren im Hühnchen, aber pumpen den eigenen Leib voll mit Hormonen? Die Lösung von der Hormonversklavung, die der Art, wie wir Frauen lieben, entgegenkommt, ist die natürliche symptothermale Methode, so die Philosophin Thérèse Argot. Durch die natürliche Empfängnisregelung, NER, gewinnen wir Frauen die Kontrolle zurück, die wir über uns und unseren Körper und seine Funktionen haben sollten. Dazu müssen wir ihn neu kennenlernen. Da hilft kein Schulwissen, sondern durch Selbstbeobachtung den eigenen Zyklus kennen und wertschätzen lernen, ihn als einen Schatz schützen und hüten, nicht jeden ranlassen. Die NER-Methode hilft dem Mann zudem, Enthaltsamkeit in den fruchtbaren 3 bis 6 Tagen zu üben, vor allem für die wochenlange Zwangspause, die wir in unserem Intimleben nach jeder Geburt einlegen müssen. Durch die natürliche Methode, berichten viele Paare, werden Mann und Frau achtsamer füreinander und die sexuelle Beziehung bleibt länger lebendig. Was bedeutet der Primat der sexuellen Lust letztlich für uns Frauen? Natürlich sehnt sich auch jede Frau nach sexueller Lust. Zugleich jedoch hegt sie, selbstverständlich nicht jede Frau, den natürlichen Wunsch nach Kindern, die Lust auf Kinder. Der Primat der sexuellen Lust, so Eva Illus, macht Frauen, die sich eine Familie wünschen, letztlich zu Verlierern der sexuellen Befreiung. Durch leicht erreichbare sexuelle Lust ohne Folgen haben Männer verständlicherweise weniger Lust auf die anstrengenden Seiten von Familie wie Babygeschrei, dreckige Windeln und eine müde, genervte Ehefrau. Männer kommen auf ihre Kosten, Frauen nicht unbedingt. Jakob Pastöter weist darauf hin, dass Sexualität letztlich nicht nur sexuelle Lust meint, sondern zunächst das Frausein und das Mannsein. Es ist Grundlage für jede Beziehung, dass ich mich selbst kennenlerne, in gleichgeschlechtlichen Freundschaften konfliktfähig werde, mit Enttäuschungen umgehen kann und so reif werde für eine Beziehung zum anderen Geschlecht. Eine junge Frau sucht zunächst nach Zärtlichkeit bei einem jungen Mann, nach Zweisamkeit, Romantik, will vertraut reden und schmusen. Sie ist, solange sie ihren Selbstwert nicht kennt und schätzen kann, der Gefahr ausgesetzt, seinen Wünschen zu leicht nachzugeben, um die Beziehung zu erhalten. Sie ist versucht, sich überreden zu lassen, zu mehr Intimität, als sie eigentlich geben wollte. Wir müssen die Differenz verstehen, die uns aufgrund der Asymmetrie unserer Körper gegeben ist, dass Männer und Frauen Unterschiedliches wollen, weil sie unterschiedlich konstruiert sind. Männer und Frauen wollen Unterschiedliches. Für den Mann, der nicht leiblich ein Baby in sich tragen wird und daran nicht monatlich durch die Menstruation erinnert wird, steht die sexuelle Lust an erster Stelle. Er möchte die Frau und mit ihr den Raum für seine sexuelle Lust erobern. Für die Frau, die leiblich ein Baby in sich tragen kann und die jeden Monat daran erinnert wird, steht an erster Stelle die Beziehung, die sie beim Mann sucht, um einen Geborgenheitsraum für zukünftige Kinder und Familie zu bauen. Wenn beide lernen, die jeweils andere Perspektive zu verstehen, können beide beides gewinnen.
sexuelle Lust und die Geborgenheit der Familie. Eine Moral für eine erfüllende Sexualität braucht keine Verbote, sondern ein vertieftes Verständnis für Prinzipien der Sexualität. Da unsere sexuelle Lust das Bindungshormon Oxytocin freisetzt, unterstützt uns unsere Biologie dabei, eine Einheit als Paar zu werden und die Monogamie zu leben. Oxytocin macht uns veränderungsfähig. Das heißt, dass wir uns an den Partner anpassen können, dass er also mit Shopping gehen kann und sie zu langweiligen Sportevents. Das Bindungshormon macht uns aber auch verletzlich. Das erklärt den starken Schmerz, wenn wir uns dann doch wieder trennen. Wir erleben dann Entzugserscheinungen. Erst am Altar weiß man, dass der andere keinen Rückzieher mehr macht. Wie weit leben wir dann aber die Lust in der Freundschaft vor der Ehe? In der Achtung vor dem eigenen Partner und seiner Freiheit, noch Nein zu sagen, und in Achtung vor dem möglichen Ehepartner meines jetzigen Freundes, falls wir uns wieder trennen. Das ist nicht geklappt. Die Ganzhingabe an den Partner braucht letztlich die Ganzentscheidung am Altar. Die letzte Folie wäre die 16. Ich sehe sie jetzt nicht. Jetzt Fazit für eine Moral, wie sie Frauen und Männern entspricht. Zum Phänomen Lust gehört ergänzend das Phänomen Kind. Denn sexuelle Lust allein kann uns stolz, selbstherrlich werden lassen, egoistisch zu zweit. Lust allein führt letztlich zu Frust, Einsamkeit und Leere. Die Offenheit für Kinder dagegen macht demütig, stellt uns in den Dienst an der neuen Generation. Im Sex suchen wir nach Geborgenheit, die uns letztlich die neue Familie geben kann, die wir gründen. Leiblich durch entspannte sexuelle Lust und seelisch durch die Freude aneinander und an den Kindern. Daher dürfen wir Frauen in die Sexualmoral einbringen: Sexuelle Lust macht Lust auf Familie. Sexuelle Lust und Lust auf neues Leben gehören zusammen, damit unsere Lebenslust bis ins hohe Alter erhalten bleibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super. Vielen Dank, Beate. Beate sehr Beckmann, gerne. Für den Vortrag und den großen Bogen von der Unterschiedlichkeit bei Mann und Frau, von der Anatomie angefangen, über die innere, psychische, mentale Dimension und die Frage Sexualität und Generativität ist ein großer Bogen, und ich kann mir vorstellen, dass es dazu auch eine Menge Rückfragen geben kann. Es wäre jetzt die Möglichkeit, sowohl hier im Panel durch Wortmeldung als auch im Chat Rückfragen zu stellen an Beate Beckmann-Zöller zu ihrem Vortrag Die weibliche Seite der Lust. Ich schaue gerade, ob ich eine Wortmeldung hier habe. Martin Brüske hat sich gemeldet. Martin Brüske, ja, wunderbar. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Beate, für den tollen Vortrag. Gerne. Er macht zwei Dinge sehr, sehr deutlich. Wir haben ja bei den Diskussionen im Rahmen der neuen Sexualmoral auf dem sogenannten synodalen Weg immer wieder die Richtigkeit, die eine echte Richtigkeit ist, unbestreitbar, von der Vielgestaltigkeit menschlicher Sexualität. Diese Vielgestaltigkeit ist in deinem Vortrag auch sehr, sehr deutlich geworden. Nur mit anderen Konsequenzen. Wenn ich mal etwas polemisch zuspitze, würde ich sagen, auf der einen Seite haben wir die Tendenz zur Fragmentierung. Und bei dir ist die gegenteilige Tendenz sichtbar geworden in meiner Wahrnehmung, nämlich die sagen, gelingen kann das nur, wenn die Vielstimmigkeit dieser Aspekte wirklich zur Integration findet. Und dafür, und das fand ich sehr, sehr spannend, hast du zwei Zeuginnen angeführt, nämlich zwei humane und sozialwissenschaftliche, brillante Soziologin, die Eva Illutz,
hochsensible Frauen, die jetzt sehen, was herauskommt in der Post-68er-Gesellschaft durch Desintegration. Mhm. Und von ihrer säkularen Basis aus eben für Integration plädieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das andere ist, was du am Ende noch deutlich gemacht hast, diese Notwendigkeit der Integration, die hat bei uns Menschen sogar eine neurobiologische Basis in dem Oxytocin-Zyklus. Nicht? Das ist etwas, da ist eine natürliche Dynamik, ne, die eben beispielsweise die Präriemäuse von den Gebirgsmäusen unterscheidet, habe ich auch bei Tobias Deichen gelernt, der die ganze Literatur anführt, nicht, wo eben sozusagen die einen wirklich nur die Fortpflanzungsfunktion kennen und deshalb völlig polygam sind, die anderen eben auch die Oxytocin-Rezeptoren im Zentralnervensystem haben und deshalb ein sehr komplexes Beziehungsleben haben. Diese, ich glaube, das waren die Bergmäuse, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. Mhm. Also das fand ich auch wunderbar. Es gibt für diese sozusagen Komplexität von menschlichen Beziehungen auch schon eine naturale, hormonelle, komplexe Basis. Vielen Dank, Martin Brüske. Gab es noch eine Frage an Beate oder war das sozusagen jetzt nochmal die Ausführung darüber hinaus? Ich wollte einfach sagen, dass es, wieso ich es toll fand, was Sie ausführen. Wunderbar. Vielen Dank, Martin Brüske. Eine nächste Frage von Birgit Kelle, bitte. Noch ist das Mikro nicht an? Jetzt ist, glaube ich, besser. Ja, Beate, ich hätte, mir ging es mehr um die praktische Frage. Was glaubst du, wie kann man das kommunikativ lösen? Also mir erscheint es ja durchaus auch inzwischen ein größeres Kommunikationsproblem dazu geben, weil das wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selbst, irgendwie, dass Männer und Frauen aneinander vorbeireden und schlicht und ergreifend gar nicht wissen, was der andere von einem, also wahrscheinlich wäre das viel einfacher zu lösen. Und zweitens, Wir haben ja jetzt auch eine Jugend, die bis in die Schulen hinein ja etwas völlig anderes gepredigt bekommt. Ja. Gerade auch die Frauen bekommen überhaupt nicht mitgeteilt, dass sie sozusagen auf sich aufpassen sollen, sondern auch den Frauen sagt man ja, tu alles, nimm alles mit in jungen Jahren. Wo siehst du Ansätze, dass das verändert werden kann? Ja, vielen Dank. Also das Kommunikationsproblem beginnt schon mal erstmal mit mir selber. Also und es beginnt in der Schule tatsächlich, wie du sagst. Also die zweite Frage gehört eigentlich als erstens gelöst. Was bekommen wir Frauen über uns gesagt? Wer wir sind und was wir tun dürfen und sollen. Und das ist tatsächlich völlig, ja, also die... ich liebe diese Therese Argot, sie sagt, sie gibt eben Sexualunterricht in französischen Schulen und berichtet von ihren Schülern und sagt, die Mädchen dürfen nicht mal träumen davon, wie es ist, ein Baby zu bekommen. Man könnte ja, wenn man diesen Traum hat, zumindest dann auch reflektieren, was brauche ich dazu und wann ist es Zeit für diesen Traum, ihn zu verwirklichen. Aber das dürfen Mädchen noch nicht mal erträumen. Sie müssen sofort eben auf Sex sozusagen gebürstet werden. Und sie hat da abenteuerliche Beispiele, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, aber genau, das Problem beginnt in der Schule und wir haben Gott sei Dank bei uns ein sehr gutes Programm gehabt, das MFM-Programm My Fertility Matters, und die haben tatsächlich eben den Slogan, dass sie sagen, nur was ich schätze, kann ich schützen. Also dieses sich selber schätzen, den Schatz als Mädchen in sich erleben, dass das Blut nicht eklig ist, sondern dass es ein ganz wertvolles ist, dass wirklich da etwas Wertvolles in mir geschieht, nicht etwas, was mich anekeln muss oder andere anekeln muss, sondern es ist wunderbar, wie da Leben wachsen kann und vorbereitet werden kann in mir. Und wenn Mädchen das als erstes erfahren und nicht irgendwelche Stellungen, Praktiken oder irgendwelche blöden Ausdrücke, die sie lernen müssen, dann haben sie eine ganz andere Startbasis. Und ich denke, da liegt dann auch die Kommunikation, die möglich ist, wenn auch Jungs das erfahren im gegengleichen Programm. Also das eine ist die Zyklusshow, das andere habe ich jetzt vergessen, wie es heißt,
da können eben tatsächlich eben Jungs und Mädchen lernen und später eben Männer und Frauen, wie sie über sich reden können und auch das vermitteln können, was sie eigentlich wollen. Aber es braucht eben eigentlich den Mut unter Frauengruppen oder Frauen, ja eigentlich auch in der Kirche für Mädchen, dass sie tatsächlich so zu sich stehen können. Aber da wird sicher auch Steffi später noch was dazu sagen. Ja, die Kommunikationsprobleme, was wollen wir? Wie können wir es kommunizieren? Der beste Tipp, den Tobi Teichen mit seinem Mitarbeiter gibt in seinem Buch Love, Sex, God, ist tatsächlich, geh diesen Weg nicht allein, sondern such dir eine Gruppe von Freunden, ein Hauskreis, einen Bibelkreis, einen Gebetskreis, wo du das gemeinsam leben kannst und wo ihr euch unterstützen könnt. Das ist, denke ich, das Wichtigste und da lernt man auch, diese Dinge zu kommunizieren, denke ich, also hoffe ich. Vielen Dank. Vielleicht eine direkte Rückfrage dazu. Wenn die Schule so ein wichtiger Ort zu sein scheint, sicher die Familie auch, aber manches wird dort nicht abgebildet werden können, jedenfalls nicht in der Breite. Wie sind die Erfahrungen? Könnte es sein, dass eben in der Schule auch in diesem Alter, jetzt sage ich mal Pubertät oder Vorpubertät, dass man wirklich auch sozusagen in geschlechtergetrennten Gesprächsräumen das eröffnet und thematisiert, weil ich denke, dass einfach Scham eine relativ hohe Schwelle sein wird, um vernünftig miteinander da ins Gespräch zu kommen. Hast du da Erfahrung? Das wird schon getan, ja. Ja, meistens. Sogar bei Pro Familia werden sie getrennt, also nicht die ganze Zeit, aber es gibt schon diese geschlechtergetrennten Gruppen, ja. Mhm. Aber das ist natürlich zu wenig, ne? Das ist da in der Schule, wo man den Gruppenzwang hat, gleich denken zu müssen, cool sein zu müssen. Das hat da keinen Sinn, eine andere Meinung zuzulassen. Ja, das müssen wir den Kindern und Jugendlichen woanders bieten. Ich denke, da ist wirklich noch ein großes, weites Feld in der Kirche, das noch nicht bestellt ist, noch nicht genug bestellt ist durch Teenster und andere. Die haben da begonnen, aber da ist noch sehr viel zu tun, denke ich. Vielen Dank. Ich habe eine Rückmeldung aus dem Chat, beziehungsweise eine Frage aus dem Chat. Gibt es Erfahrungen, hast du Erfahrungen, wie man gleichgeschlechtliche innergenerationale Beziehungen vertiefen könnte, insbesondere um Mütter und junge Frauen, Mütter und Töchter in Dialog zu bringen? Mütter und Töchter. Ja, es gibt viele Müttergebetskreise, in denen das möglich ist. Ja, viele Gemeinschaften bieten das an, eben Mütter und Töchter. Ja, vielleicht kann derjenige oder diejenige, die geschrieben hat, das irgendwie, vielleicht könnte man da einfach direkt darauf hinweisen, was da in der Nähe für Möglichkeiten gegeben sind. Aber genau das ist natürlich wichtig, dass man hier den Austausch hat. Interessant ist halt, dass wir inzwischen die vierte Generation von Pille haben, also die vierte Pillengeneration und jeweils mit unterschiedlichen Möglichkeiten von Nebenwirkungen. Und dass natürlich die ersten Generationen auch in unserer Kirche, der katholischen Kirche, da sehr vehement eben für etwas kämpfen, Feministinnen für die große Freiheit sind. Aber die neuere Generation tatsächlich macht sich sehr kritisch dazu Gedanken. Und das wird leider noch nicht genug gehört, wie eben an dieser jungen Lehrerin Therese, also Sexualpädagogin ist sie und Philosophin Therese Argot zu sehen ist. Jetzt gibt es nochmal Meldungen. Jawohl. Birgit. Birgit Kelle noch zum Abschluss. Dann sind wir auch schon mit dem Panel sozusagen zeitlich an der Grenze. Aber Birgit Kelle bitte noch. Ja, die Frage war, glaube ich, aus dem Chat vor allen Dingen auch auf das Praktische gerichtet in die Richtung, wir haben ja, wie du selbst sagst, wir haben ja inzwischen mehrere Generationen Pille durch. Wir haben ja auch Müttergenerationen, die das selber, dieses Wissen nicht mehr haben. Also ich stelle mir praktisch die Frage, wie überhaupt jemals irgendwie eine Mutter-Tochter-Konstellation irgendwo gemeinsam in einem Kurs ankommt, wenn auch die Mütter das Problem gar nicht mehr sehen oder gar nicht in der Lage sind, das Problem zu sehen und es zweitens natürlich sowieso immer schwierige Beziehungen sind. Es geht ja auch nicht nur zwischen Müttern und Töchtern, sondern ich würde da durchaus auch die Väter und die Söhne mit in die Haftung nehmen, weil die Frage,
betrifft eigentlich die Frage, wie Sexualität stattfinden soll oder nicht, wäre ja auch ein Thema, aus dem man die Männer jetzt hier nicht, auch die Väter nicht aus der Haftung entlassen sollte, finde ich. Also so wie der Vater die Mutter behandelt oder wie er seinem Sohn vielleicht klar macht, was man macht mit Mädchen und was nicht. Das ist ja auch etwas, was er einem Jungen mit auf den Weg gibt. Also was ist uns als Frauen, wenn die Väter nicht mit ihren Söhnen sprechen? Also ich empfehle nochmal dieses Buch hier, Love, Sex and God, weil dort eben ein, nicht ein Vater und ein Sohn, aber ein über 50-Jähriger und ein 30-Jähriger miteinander kommunizieren. Und also zwei Männer leider. Es kommen auch Frauen zu Wort, aber weniger als die beiden Männer. Und da ist der Weg eines jungen Mannes geschildert, der einen Lernweg geht, der zum ersten Mal hört, ich weiß gar nicht, mit Anfang oder Mitte 20, dass, dass es möglich ist, eben seine Sexualität enthaltsam zu leben und bis mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Und seinen Lernprozess, was er für Fragen stellt, was er lernt darüber und wie er dann langsam tatsächlich auch einen direkten Weg geht, einen konkreten Weg, den erfahren wir da also sehr deutlich. Und die Videos dazu, die sind also wirklich klasse von Tobi Teichen, ICF München. Das kann ich empfehlen. Da kommt nichts, was ich jetzt zur natürlichen Seite der Frau gesagt habe, vor. Da müssen wir uns anders bemühen. Da gibt es NER-Möglichkeiten, Seminare, sicher auch für Mütter und Töchter. Da kann jemand anders sicher was dazu sagen. Da gibt es auch Möglichkeiten. Aber wichtig denke ich, dass es auf eine jugendgemäße Art kommuniziert wird. Das kann das ICF München und andere meistens Freikirchen kommunizieren und die sakramentale katholische Seite dann über woanders wird auch kommuniziert, aber man muss tatsächlich suchen. Es ist nicht einfach, tatsächlich Hilfen zu bekommen. Also da würde ich mir auch mehr wünschen von unserer Kirche. Immerhin haben wir MFM, die zwar nicht kirchlich sind, aber von vielen Bischöfen unterstützt werden. Und wir haben Teens da, aber es ist immer noch zu wenig, was tatsächlich in den Pfarreien, in den Gemeinden ankommt. Mhm. Vielen Dank, Beate. Ja, gerne. Schönen Bogen und ich fand auch jetzt den Abschluss eigentlich ganz besonders versöhnlich. Vielleicht ist das Thema Sexualethik nochmal was, wo man auch über die klassisch-konfessionellen Brücken hin drüber springen kann. Sondern, also ganz sicher, wie gesagt, ja. Mit ICF hier und katholischer Lehre dort oder wie auch immer. Also sprich, ein ökumenisches Projekt, vielleicht ein großes Projekt, wo wir uns aus den Konfessionen mit den besten Köpfen zusammensetzen müssen. Wie kann die christliche Anthropologie wieder zeitgemäß vermittelt werden? Wie kann christliche Sexuallehre attraktiv gelebt und plausibel gemacht werden? Ich denke, das ist ein großes Projekt. Du bist auf jeden Fall dabei und dafür danken wir dir herzlich.